hoch. Der Schatten geht hier übrigens über den Boden raus. Das ist nicht sehr gut gemacht, aber mein Gott. So, man muss einmal auf diesen Fettsack drauf und dann befindet sich hier die dritte rote Münze. Und die haben wir uns direkt geholt. So, den machen wir kaputt. Und auch nochmal ein Fünfer. Na, bleib da. Na komm schon. So, 69. Hier ist auch nochmal eine. Den hier zu killen ist ein bisschen schwerer. Draufspringen reicht auch schon. Den muss man nicht unbedingt kicken. Pflanzenquälerei übrigens hier. Okay. Einmal hier rüber. Okay. Jetzt lebt er zwar wieder, aber gibt uns keine Münzen mehr. Wäre cool, sonst könnte man sich ja so unendlich Münzen holen. Aber das ist nicht so, die geben nur einmal Münzen. So, ich gehe hier mal an den Rand und jetzt fahren wir einmal im Kreis. Und kriegen hoffentlich alle. Ja, das war die sechste. Okay, du hast noch ein paar Münzen. Nehmen wir mit. Ich frag mich, wo ich die eine vergessen habe. Ich hoffe, die kommt noch. Ich wüsste nämlich nicht, wo die ist. Eine weiß ich noch, wo oben kommt. Einmal, wo die zweite ist. Da oben haben wir eine gesehen gerade. Die habe ich eigentlich auch gemeint. Vielleicht ist auf dem Weg nochmal eine. Wir müssen es hoffen. So, 97 schon. Und kommt genau raus, wenn wir jetzt hier hochgehen. So, hier steht ein Stab. Den müssen wir jetzt umkicken. Und zack. Okay, das war immer ein bisschen problematisch, über solche Abgründe zu gehen. Müsste man die Kamera jetzt drehen. Kommt hier noch eine rote Münze? Irgendwie sieht schlecht aus. Da ist eine. Gut, dann haben wir alle 8. Mal hier nämlich gerade... Oh, der 100-Münzen-Stern. Ja, das ist gut. Wenn man den einsammelt, wird man nicht aus der Welt gekickt. Wie bei allen anderen Sternen. Sondern kann hier direkt weitermachen und es wird abgespeichert, dass man den Stern hat. Gut. So, die 7. Und wie drehe ich eigentlich die Kamera? Ja, so dreht man die. Okay. Ihr seht, hier werden noch ein paar Münzen, also gibt mehr als genug. So, und der Stern kommt natürlich da unten. Ich bin mal hier direkt so runtergesprungen, hier so, wow, und dann voll daneben und bin hier gestorben und hier drüber rausgeflogen. Ich wollte schon immer mal versuchen, von da oben direkt in den Stern zu springen, aber hab's leider noch nie geschafft. Cool wär's. Wenn ihr die 8 roten Münzen und ein Leben, weil wir 100 Münzen haben. Okay, was fehlt uns hier noch? Das mit der Eule fehlt uns noch und sonst? Okay, 2 fehlen noch. Ach genau, ich weiß welche. Alles klar. Also machen wir erstmal das mit der Eule. Vielleicht klappt's ja diesmal. Na los. Hüp. Okay, wie habe ich das vorher gemacht? Ich schätze mal, der Schatten sollte vielleicht am Ende sein, wenn man von der Seite kommt. Na, ich versuche das mal. So. Nee, nicht da lang. Komm zurück. Na komm, dreh dich. Das muss reichen. Was? Wie schräg springe ich denn da, dass das nicht klappt? Ich dachte vielleicht, wenn der Schatten direkt unter dem Käfig ist oder über dem Käfig eher, dann müsste es doch eigentlich klappen. Na, dann holen wir uns erstmal den anderen Stern und machen das mit der Eule gleich. Es gibt ja noch eine Auswahlmöglichkeit. Gibt es noch was, man sonst noch holen kann? So. Warum dieser Stern hier übrigens Flieg ins Blaue heißt, also wo man sich da hochschießen müsste, ist ganz einfach zu sagen. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Wenn man sich hier nämlich hochschießt, dann und vorbeifliegt, dann fliegt man da hinten ins Blaue, also ins Unendliche, und das ist nicht schön. Deswegen heißt er auch so. Ihr seht da oben dieser kleine Riss. Oh. Okay, nochmal. Ich sehe zwar nicht, wo wir hinfliegen, aber das kann ich auch so. Wir müssen uns da oben an die Kante hinschießen und dann passiert Folgendes. Na komm. Ja, wenn es jetzt nicht klappt. Ja, da oben kommt ein Stern, den wir uns jetzt noch holen können, indem wir dann nochmal hochschießen oder einfach hochlaufen und ihn dann einsammeln. Ich bin aber für die Möglichkeit. Wenn es direkt klappt, dann ist es natürlich super und wenn nicht, dann... So. Jawohl, da haben wir ihn. Cool, beim ersten Mal geklappt. Stern Nummer 12 schon, wir kommen sehr gut voran. Nur noch das mit der Eule und wir haben die komplette Welt hier schon abgeschlossen. Krass. Dann machen wir Welt 1 fertig und dann geht's auch schon in die dritte Welt. So. Mal schauen, ob ich es diesmal hinbekomme.
So schwer kann es doch gar nicht sein. Ich versuche nochmal direkt den Schatten da drüber und dann loszulassen. Vielleicht klappt es ja dann. Wo ist der Käfig? Na komm. Ich glaube, die Eule verliert mit der Zeit auch an Höhe. Das heißt, wir könnten hier einfach mal so einen kleinen Rundflug machen. Ich muss dann hier irgendwie... Ach Mann. Oh, wow. Oh Mann. Okay. Die Eule kommt wieder. Das dauert jetzt nur kurz. Und dann müssen wir es einfach nochmal versuchen. Ja, dann machen wir es einfach noch so lange. Fliegen wir um das Ding rum, bis die Eule niedrig genug ist. Und dann dürfte das klappen. Ich glaube, man kann auch in diesen Käfig springen, wenn man von oben einfach von diesen Plattformen ausspringt. Ach, da ist sie schon. So, mein Freund. Dann gehen wir ein bisschen runter. Schaut mal, wie alle Münzen hier geladen haben. Das liegt aber im Emulator, das war in echt nicht so. So, ich fliege hier noch so eine kleine Runde außenrum. Jetzt sinkt sie gerade ein bisschen, man merkt schon. So. Hä? Die hat mich voll nach hinten abgeschubst. Oh Mann. Zählt mir nur noch dieser eine Stern und ich krieg's nicht hin. Okay, dann warten wir halt, bis sie wiederkommt. Können wir ein bisschen rumtouren. So, jetzt dürfte sie auch gleich wieder da sein. Und da ist sie auch schon. Puh, okay. Ich fliege so eine kleine Runde wieder. So. Jetzt am besten bloß nicht loslassen. Okay. Ah, jetzt hat komm schon. Bisschen drüber einfach. Oh Mann, ey. Ach komm schon. Das kann's eigentlich nicht sein. Okay, jetzt nochmal. So schwer ist es doch nicht. Was mache ich denn falsch? Einmal springe ich zu weit hinten ab, dann schleudert sie mich nach hinten, dann springe ich weiter vorne ab, dann schleudert sie mich nach vorne. Schätze mal, ich muss genau in der Mitte treffen. Und da kommt sie auch schon wieder. Na komm her. Hallo. Eule. Nein! Komm wieder! Jetzt hängt schon daran, dass ich an der Eule festhalten. Okay. Konzentration. Es ist mir auch schon so oft beim ersten Mal gelungen und jetzt geht irgendwie gar nichts. Na komm schon, na komm schon. Ja. Wir sinken, wir sinken. Komm, dreh dich rüber. Hä? Die verarscht mich ja voll. Die tut mich immer genau weg vom Korb drücken. Was macht... Hä? Okay. Ich versuche mal noch niedriger einfach runterzugehen mit der Eule. Vielleicht bringt das was. Oh Mann. Anders kann ich mir auch nicht vorstellen, was wir sonst noch machen sollten. Jetzt hängen wir hier schon ziemlich lange. Ich glaube, wir hängen hier schon 3 Minuten. Also kann sich natürlich auch mal ziehen, wenn es einfach mal nicht klappen will, so wie ich will. Gut, ich fliege mal einmal da hinten um den Turm rum. Und wenn wir da nicht niedrig genug sind, falls wir nicht sogar zu niedrig sind, dann weiß ich es auch nicht. So. So, jetzt kommen wir doch perfekt. Nein! Nein, wir waren doch schon auf... Wir waren schon auf der Kante. Ach Mann. Ja, sorry Leute, vielleicht ein bisschen langweilig jetzt, aber... Solche Sachen gehören einfach dazu. Kann ja nicht immer einfach zack zack alles klappen, sondern ab und zu muss auch mal was Schwieriges sein. Obwohl ich mich eigentlich einfach nur dumm anstelle. Also da ist sie doch schon. Komm wieder hoch. Ich mache das jetzt einfach ganz mit ganz viel Skill. Ich fliege einfach von hier drüber, zack. Zack, runter. Und nicht rein. Oh, wir sind ja übrigens fast tot, ist mir gar nicht aufgefallen. Münzen? Ja, die Eule braucht ja eh ein bisschen, aber wir müssen hier nochmal kurz die Münzen. Das muss... Ne, die eine nehmen wir noch, falls wir hier noch öfter brauchen. Also, jetzt dürfte sie aber auch langsam wiederkommen. Ich höre sie schon. Oh, da ist